Jetzt erfolgt die Testfahrt mit dem aufgeschäumten Quadreifen. Letztes Mal habe ich den auf der anderen Seite links montiert und da habe ich gemerkt, dass da wieder Rostansatz war an der Achse. Jetzt werde ich den hier rechts montieren, weil die Laufrichtung ist wurscht. Und dann sehe ich, ob hier sich auch schon Rost gebildet hat und wie gut das montierte Rad abgeht. So, Montage war ohne Probleme. Jetzt erfolgt die Probefahrt und dann mache ich eine Aufnahme und dann sehe ich, ob da Dellen drin sind oder ob er es gut verkraftet hat. Nach der Probefahrt wird abmontiert und dann wird untersucht. Nicht so weit reindrücken, die Zange. So, jetzt wird abmontiert nach der Probefahrt. Und jetzt werden wir uns mal anschauen. Also keinerlei Dellen drin. Hat schön gehalten. Aber auch feste Kurven. Und es scheint so, dass durch Kartgewicht sich das wirklich so ein bisschen zurechtdrückt, dass die Laufflächen gleichmäßig abreiben. Weil nach dem Aufschäumen war die Mitte doch so gewölbt. Aber das hat sich schön zurechtgerückt und ich muss sagen, wirklich voll fest. Also Testfahrt ist mit Bravour bestanden. Das nehme ich, wenn man zu wenig drin hat, dann entstehen so platte Laufflächen und dann hoppelt man durch die Gegend. Aber das war wunderbar. Na, bis es war halt ein bisschen blöde Aktion, weil ich viel zu viel reingespritzt hatte und ablassen musste und das Zeug pappt wie Sau. Aber naja, ist rein optischer Natur. Wird wahrscheinlich eher als Ersatzreifen dienen, falls irgendwas mit einem anderen Reifen komplett schief geht.